Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, zuletzt ist Folgendes passiert, was erwähnenswert wäre. Wir wurden in eine Ruine geschickt, in die stillen Ruinen. Und dort sollte man ja diese Manuskripte auch holen, beziehungsweise Schriften der Tevinteraner. Letztlich bewacht von den Minatori. Wir sind da mitten reingestolpert in ein, naja, sagen wir mal, Feld der Verwüstung, weil dort ein Blutritual stattgefunden hat, das eben zum Zweck hatte, Macht zu beziehen aus, naja, sagen wir mal, unheiligen Quellen. Also da wurden reihenweise Sklaven hingeschickt, das haben wir ja auch schon gesehen, in den ganzen Zetteln und so weiter von den Karawanen, die wir auseinandergenommen haben von diesen Wüstenhändlern. Und ja, letztlich war es dann so, dass wir eben das Ganze dann aufgelöst haben. Ne? Wir haben sogar einen Stab davon bekommen, was mich höchst verwundert, weil normalerweise Blutmagie böse. Und wie gesagt, also in Dragon Age Origins hatten wir ja noch die Möglichkeit, den Blutmagierweg zu wählen, beziehungsweise sich halt die Mächte anzueignen, aber jetzt in den Folgespielen ging das ja alles nicht mehr, weil Blutmagie dann endgültig verpönt wurde eigentlich. Naja, letztlich haben wir den Stab auch bekommen, das Ganze mehr oder weniger erledigt. Und wir haben eine Kartenmission bekommen. Das muss ich jetzt demnächst auch mal angehen, dass ich da mal kurz in die Himmelsfeste gehe und das eben in Auftrag gebe, weil wir eben unsere Soldaten schicken müssen, beziehungsweise unsere Kundschafter. Und ja, gut, ich glaube, hier unten sind wir fertig. Jetzt gucke ich mal kurz, da habe ich noch eine Scherbe markiert, die hole ich mir noch schnell. Und dann gucken wir mal, was sonst noch zu holen gibt hier, weil ich glaube, so langsam haben wir zumindest den etwas größeren Teil dieses Gebiets bereits durch. Ah, wir müssen ja immer noch irgendwie mit diesem komischen Drachenforscher kooperieren, der mir nach wie vor nicht sehr sympathisch ist hinter seiner komischen roten Maske. Ja, aber die Quest allerdings, die geht letztlich erst dann wieder weiter, wenn wir eben diese Mission an der Karte gemacht haben, am Taktiktisch. Aber ich will mir jetzt trotzdem erstmal noch umschauen, bevor ich hier wieder ewig irgendwo reinrenne. Dann gucke ich mir erstmal den Rest noch an. Weil das hatte ich schon mal, ich weiß nicht mal in welchem Gebiet, ich glaube in den Smaragdgräbern war das, glaube ich, hier, dieses Grüne. Ja klar, die Smaragdgräber. Ne, die Behausung oder die Heimat der Dalish, die neue. Da bin ich dann auch zurück, habe das in Auftrag gegeben und ja, gefühlt ein paar Meter weiter kam nochmal ein Auftrag, da muss ich erst wieder zurück. Also, wie man es macht, ist scheiße. What? Oh, Schurke. Oh, wäre ja zu schön gewesen, ne? Ah gut, also ich denke mal, ich werde jetzt erstmal nur noch die Scherbe holen gehen. Weil mir fällt gerade wieder ein, das wollte ich ja eigentlich machen, Inventar leeren. Ja gut, dann gehen wir halt doch in die Himmelsfeste, mein Gott, da vergesst, was ich gesagt habe. Letztlich ist es so, wenn es blöd läuft, kann es halt sein, dass wir dann irgendwie nochmal her müssen oder so, aber was soll's. Soll nicht so schlimm sein. Wichtiger ist halt wirklich, dass wir erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen im Inventar. Und ja, das geht dann wohl am besten, wenn wir tatsächlich erstmal zurückgehen und das Zeug verkaufen. Weil alles schreddern ist auch doof. Ich meine, du hast ja in dem Spiel nicht die Möglichkeit, irgendwie Materialien, Handwerksmaterial, was weiß ich, Eisen, Stofffetzen oder so ein Quatsch da irgendwie rauszuziehen, wenn du was kaputt machst. Deswegen ist es an sich verschwendetes Gold, weil das kannst du eben dann, wie gesagt, verkaufen. Und bevor es halt wirklich verschimmelt irgendwo oder bevor ich es wegschmeiße, dann verkaufe ich es lieber. Mal mit Gold, also das kann man eigentlich immer brauchen, ne? Wenn es nur darum geht, ein paar Kräuter zu kaufen. In Kammwald gibt es ja diesen Händler, der diverse Pflanzen verkauft, die ich eben brauche manchmal. Elfenwurzel hat er, glaube ich, Arborsegen und was noch alles so gibt. Todeswurzeln weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber die können wir ja auch hier zuhauf pflücken, so ist nicht. Ja, müssen wir schauen. Also auf jeden Fall will ich jetzt mal mein Inventar leeren, aber bevor ich das mache, gebe ich erstmal den Mux da in Auftrag, geschwind, weil das kann ja unter Umständen dann auch dauern. Also manche Missionen haben ja wirklich, ich glaube, ich hatte mal eine, das war auch eine storyrelevante Sache, die ging wirklich einen ganzen Tag, also 24 Stunden. Wenn dem so sein sollte jetzt, dann ist es gut, wenn ich jetzt gleich damit anfange. Vielleicht ärgere ich mich jetzt gerade auch so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Weil ich habe jetzt wieder eine Weile lang nicht aufgenommen, wegen ja, Arbeit und so, ne, hier das Übliche, deswegen waren auch die letzten Folgen ein bisschen kürzer, damit ich da vom Zeitplan hinkomme. Ihr habt es ja gesehen, ne, mittlerweile ist Fallout 4 gestartet, also ich habe mir, glaube ich, schon wieder ein bisschen viel vorgenommen. Aber ich will natürlich auch möglichst viel haben, was ich euch zeigen kann,
weil ich ja immer schon gesagt habe, ne, der Kanal ist jetzt kein Kanal, der sich auf ein Genre reduzieren lässt oder ein bestimmtes Spiel oder so oder eine Spielereihe. Na, es gibt ja hier diese reinen Minecraft-Channels und so weiter. Ich meine, das kann ja jeder halten, wie er will. Für mich ist es nix. Nicht, dass Minecraft mir jetzt keinen Spaß mehr machen würde oder so, aber ich glaube, jeden Tag Minecraft, ey, da wirst du doch irgendwann Knülle im Kopf. Da kriegst du doch dann vor lauter Blöcken irgendwann selber viereckige Augen oder so. Also, ich bin ja wirklich einer, der sehr abgehärtet ist. Ne? Also ich in meinen schlimmsten Zeiten saß ich auch mal 14 Stunden am Rechner und habe WoW gezockt. So ist nicht. Aber möchte ich das wirklich nochmal tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, die nächste Zeit bei Dragon Age richtig reinzuhauen. Sprich, dass ich da eben mir wirklich guten Puffer irgendwie zusammen bastle, zusammen werkle. Weil ich dann, wie gesagt, eben Fallout jetzt auch noch habe. Und dann muss ich mal schauen. Also, ich habe ja diversen Leuten jetzt noch ein paar Sachen, sag ich mal, mehr oder weniger schon mal so gespoilert, geteasert, wie auch immer. Ich will ja auch noch das ein oder andere Projekt vielleicht mal wieder bringen, wo ich vielleicht weiß, okay, ein paar meiner, sag ich mal, treuesten Zuschauer, die schon so lange dabei sind, die stehen einfach auf gewisse Spiele. Beispielsweise This War of Mine. Ne? Also. Den Großteil scheint es nicht wirklich interessiert zu haben, das Spiel, aber es gibt halt ein paar einzelne Leute, denen das wirklich gefällt und allein für die ist es mir das auf jeden Fall wert, das nochmal zu machen und deswegen, ja, werde ich auch schauen, dass ich da demnächst auch wieder damit anfangen kann, aber wie gesagt, wenn dann das halt auch noch läuft, gut, ist es ein recht kurzes Projekt, muss man ehrlich zugeben. Ich glaube, über die, oh, ich glaube, Maximum 20 Folgen, oder? Wenn ich jetzt nicht total daneben liege, auf jeden Fall also nicht so übermäßig lang. Dass man jetzt sagen kann, okay, das nimmt mich jetzt komplett aus dem Spiel oder so, oder ich kann jetzt gar nichts anderes mehr machen. Die letzten Male, wo ich This War of Mine gemacht habe, die Staffeln, da habe ich auch wirklich immer, keine Ahnung. Also maximal würde ich sagen, 3 Tage gebraucht, 3 Aufnahmerunden, wo ich dann eben alle Folgen fertig hatte für eine Staffel. Und ich denke mal, dass das jedes Mal ähnlich sein wird, aber man weiß ja nie. Wie gesagt, ich muss eigentlich zurzeit wieder relativ viel arbeiten und da fehlt mir dann leider immer die Zeit. Ist immer ein bisschen schade, weil man wird gerne noch ein bisschen mehr bringen, aber man ist halt dann doch limitiert durch den Alltag so ein bisschen. Mir tut es dann auch immer so ein bisschen leid, wenn ich mir so überlege, okay, da warten Leute auf irgendwelche Videos, die würden sich gern mehr anschauen oder die sagen, okay, ein Video ist cool, aber mach doch mehr und ich würde gerne noch mehr sehen von dir und so weiter. Ich weiß es, ne? Und das ist jetzt nicht hier, keine Ahnung, soll jetzt nicht abgehoben sein oder so, aber mir ist bewusst, dass es Leute gibt, die so denken. Weil, weiß ich nicht, weil sie sich einfach wohlfühlen hier. Keine Ahnung, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber derzeit kriege ich es leider nicht auf die Reihe, mehr zu machen. Die Überlegung ist jetzt, also da überlege ich gerade, wohlgemerkt mit ein bisschen Vorlauf, dass ich eventuell eben wieder auf 2 Videos umsteigen. Meinetwegen, dass Fallout jeden Tag kommt oder sowas in die Richtung. Weißt du, wie ich meine? Dass ich halt sagen kann, okay, Fallout ist jetzt erstmal dauerhaft drin in der Rotation und das würde wiederum bedeuten, dass eben die anderen Spiele, die jetzt eben parallel noch laufen, dass die halt immer so wieder so ein bisschen, sag ich mal, ja, im Wechsel kommen. So wie es bisher eigentlich dauerhaft ist. Oh, warte, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mal, wie viel Platz ich habe. Ich wollte doch gucken. Muss ja ein bisschen Platz schaffen. Oh mein Gott, nerv nicht rum, Mann. Ja, Haut und Füßen. Was nimmt denn hier so viel Platz ein, ehrlich gesagt? Keine Ahnung, ey. Muss man nachher noch zur Kiste rennen. Ich glaube, das mache ich dann als nächstes. Weil alles will man ja auch nicht verkaufen. Gerade diese komischen Mods und die Handwerksmaterialien. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die auch mit reinzählen. Aber auf jeden Fall, die würde ich dann natürlich schon gern loswerden. Ist das das Richtige? Oh, da ist eine Quest. Schau mal einer an. Seit wann das denn? Weiß gar nicht mehr. Habe ich irgendwas gefunden, was irgendwie relevant wäre, dass man das jetzt weiter hier vertiefen müsste oder so? Oh mein Gott, ey. Brain Lag hoch 10, ich sag's euch. Ja, gut. Bevor ich jetzt irgendwas mache, wie gesagt, machen wir erstmal diesen Mist hier. Weil, wie gesagt, unter Umständen kann das halt schon mal länger dauern. Ich glaube, ich hatte sogar einmal eine, weil ich was gesagt habe von dem Tag. Also ich glaube, es gab mal eine mit 48 Stunden. Und das ist halt dann schon heftig. Na, da geht es ja wirklich nach Echtzeit. Zwar musst du nicht 48 Stunden spielen, damit das durchläuft, aber es ist ja trotzdem eine Menge Zeit. Und wenn man bedenkt, dass ich zurzeit nicht so viel frei habe, dann ja, es ist natürlich ungünstig, wenn man dann an dem Tag, wo man theoretisch machen könnte, nicht kann.
weil eben dieser blöde Timer durchläuft. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Die ganzen Berichte hier, Einfluss, dies und jenes. Ressourcen, wunderbar, danke fürs Gespräch. So, jetzt gucken wir doch mal. Oh, das sind ja lauter Sachen hier, ne? Drachentext übersetzen, das ist glaube ich das, was ich machen sollte. Ist das das? Egal. Botschafterin Montillier. Ich habe über euren letzten Brief nachgedacht. Und da ich nach dem Zwischenfall in Cumberland eine Gefälligkeit schulde, Hänger, mich nach etwas umgesehen, das euch bei der Lösung eures Mysteriums helfen könnte. Ich habe einen Geschäftsfreund in Minrathus, dessen Bruder im Altertumsrat des dortigen Zirkels arbeitet. Für die ein oder andere Gefälligkeit wäre er wohl bereit, euren Text zu übersetzen. Ich muss euch allerdings warnen. Es dürften recht teure Gefälligkeiten sein. Andererseits ist das wohl eure beste Chance. Hochachtungsvoll, Baron Maxwell van Serrant. Alles klar, von mir aus. So, Gefälligkeit ermöglicht Übersetzung durch einen Experten. Dann mach mal inne. Manche gehen ja auch sofort, gell? Tatsache, du bist direkt erledigt worden, ey. Oh, neues Gebiet freigeschaltet? What? Hochgeschätzte Montillier. Ah ne, ist schon neuer, ne? Anbei übersende ich euch die vollständige Übersetzung eures faszinierenden Manuskriptes, das unsere Scholaren auf die Zeit vor der ersten Verderbnis datieren. Der Dialekt hat in der historischen Linguistik für ziemlichen Wirbel gesorgt. Der Altertumsrat würde die Zusammenarbeit mit der Inquisition gerne vertiefen. Falls ihr auf weitere in Teven verfasste Dokumente aus der Zeit vor der Verderbnis stoßen solltet. Mit freundlichen Grüßen, Anaximander Vetri, Dekan des Altertumsrats, Zirkel von Minrathus. Von mir aus. Gruppe sammeln. Was? Jetzt nicht. Übertreib nicht, Mann. Bin doch noch gar nicht fertig hier. So, was haben wir hier noch? Ressourcen in den Westgrad. Nee. Das alte Labor untersuchen. Das wiederum klingt interessant. Nachtigall. Die letzten Venatori haben das alte Laboratorium nach dem Angriff des Inquisitors verlassen. Gewiss haben sie dabei Geheimnisse zurückgelassen. Geheimnisse der Venatori, der alten Tevinteraner oder beides. Wir sollten nicht zulassen, dass sie von der Wüste begraben werden. Fischer. Alles klar, dann schicken wir mal Liliana, die Nachtigall, ne, Sister Nightingale. Ah, guck mal an. Das ist doch das Gebiet, wo ich letztens irgendwie rumgeeiert bin und nicht durchgekommen bin und ich glaube einmal sogar schier verreckt bin, wenn nicht sogar ganz. Überquerung der Schwefelgruben. Kommandant, wir haben eine erste Materialschätzung für den Bau einer erhöhten Brücke über die giftigen Schwefelgruben in den Westgraten vorgenommen. Wir werden 10 unserer Ingenieure und 6 Wagenladungen Bauholz brauchen, um die Brücke fertigzustellen. Allerdings würde sie unseren Truppen erlauben, das Gebiet in sicherer Entfernung zu den giftigen Gasen zu durchqueren. Hauptmann Rylan. Okay. Truppen. Das ist eigentlich scheißegal, was ich nehme, oder? Macht's einen Unterschied? Schick mal die Truppen, wenn gut ist. Bei Timer ist ja eh keiner dabei, scheint instant zu sein. So, Inquisitor. Unser Vorposten in der Griffonflügelfeste meldet, dass unsere Soldaten den Bau einer Brücke über die große Schwefelgrube in den Westgraden ohne Zwischenfälle abgeschlossen haben. Damit können wir bis dato unzugängliche Regionen der Westgrade vordringen. Ihr könnt euch bei eurer nächsten Reise in der Region selbst davon überzeugen. Cullen. Bericht annehmen. Jetzt nicht. Gut, dann ging das Ganze wohl doch schneller und eventuell kann ich dann auch ohne irgendwelche Unterbrechungen und Wartezeiten weitermachen. Weil das war jetzt glücklicherweise, muss man ja sagen, alles sofort fertig. Ich meine, das sollen die mir mal zeigen, wie man eine Brücke innerhalb von 2 Sekunden hochzieht, aber hey. Wieso sollte ich hinterfragen? Wenn es funktioniert, warum nicht? Vielleicht sind die ja übelst krass, die Ingenieure. Ich meine, sind schließlich meine Ingenieure. Gut, ich könnt euch jetzt spontan keine nennen von dieser Bande da, aber die müssen übelst krass sein, wenn die für mich arbeiten. So ein bisschen die Mr. Burns-Mentalität, glaube ich, schon, die da durchkommt.
Wie heißt dieser Mann Smithers? Max Power! Nee, warte, das war was anderes. Warte mal, jetzt packen wir mal den Stab. Was habe ich denn ausgerüstet hier? Kälteschaden. Na, dann packe ich den Sturmberg. Das ist übrigens der Stab, der in dieser, ja, Bude zu finden war. So, die ganzen Runen, die brauche ich hier auch nicht. Das reicht auch, wenn die in der Kiste liegen. Aber es ist halt echt die Frage. Warte mal, was sind wir denn? Inventar wollte ich doch. Ich glaube, die Handwerksmaterialien, die werden da nicht reingezählt, ne? Oder doch? Warte mal. Habe ich irgendwas Schimmeliges, was ich sowieso nicht mehr brauche, was ich wegschmeißen kann? Das ist eine seltene Pflanze, das ist ungünstig. Ich schmeiß mal einfach mal das Eisen raus. Das würde mich jetzt mal interessieren. 54 von 90. Ja. Und jetzt? Ja, wird nicht reingezählt. Das ist gut. Da scheinen wir die ganzen Materialien. Die Scheiße höchstwahrscheinlich auch nicht. Holzschlag, Großbärenklaue. Beschädigter Harras. Ah ja. Was war ich mit dem Scheiß? Weiß man nicht so genau. Also, da hat sich jetzt nichts verändert, dadurch, dass ich es zerstört habe. Jetzt versuchen wir es damit noch. Ne, hat funktioniert, okay. Da. Dann können es eigentlich nur noch die Wertgegenstände sein. Nehmen wir mal irgendwas Ranziges, was eh keiner braucht. Oder was ich hoffe, dass ich nie wieder brauche. Wie wäre es denn mit einer... Guestklaue? Ne, die kann ich gar nicht zerstören. Aber wie komme ich denn auf so ein volles Inventar, ey? Das verstehe ich gerade echt nicht. Na ja, mal Rüstpläne und so ein Quatsch. Wäre aber auch schön gewesen, wenn man hier so eine Sortierung hätte, wo man mal kurz aufgelistet sieht, was denn so viel Platz wegnimmt. Weil das ist ja abnormal. Na, hier ist auch nichts mehr drin. Komplett leer. Accessoires, das habe ich alles angelegt, das kann es nicht sein. Wie gesagt, Handwerksmaterialien gehe ich mal von aus, da wird nichts gezählt. Nehmen wir mal irgendwas, keine Ahnung. Feraldische Ehrenmedaille klingt cool. Lass mal. Falkenwappen. Ich weiß, ich könnte es auch verkaufen, aber da geht's schneller. Tatsache, die zählen. Ach, dass ich die nicht irgendwie einlagern kann. Weil die brauchst du halt oft noch für irgendwelche Requirierungen, aber das ist echt... Bah, okay. Die wird man wohl so schnell nicht mehr los. Ah, ja. Na, hinterher ärgerst du dich halt auch jedes Mal, ne? Die müllen dir den ganzen, die ganze Tasche zu, aber am Ende brauchst du wahrscheinlich gar nicht. Na gut, scheiß drauf, so. Das da. Gehen wir jetzt mal hin, müsste aber auf der Ebene sein. Ich will jetzt gucken, was da für eine Quest ist. Und dann geht's wieder zurück in die Westgrate. Ich guck mal, dass ich die Folgen jetzt vielleicht wieder ein bisschen länger halte als die letzten paar. Ah, das ist mit der Aufwertung, genau. Guck einer an. Ich kann jetzt meinen Hof ausbauen, aus welchen Gründen auch immer. So, also ich kann mir ein Lazarett nehmen. Eine optische Aufwertung, die das Versprechen der Inquisition zum Ausdruck bringt, all jene willkommen zu heißen und zu beschützen, die ihre Unterstützung suchen. Das ist nur eine optische Aufwertung. Ja, Rekrutierung, Soldaten, Kräfte, Vorbereiten, Dingenskirchen. Dann nehmen wir das. Ja, ist unumkehrbar, okay. Dann bau das Ding mal auf hier. So, was hat sich jetzt genau verändert? Ah, hier. Ja gut, der Übungsbereich hat sich somit ein bisschen vergrößert. Da sieht das Ganze ein bisschen militanter aus. Ah, das war's dann auch schon. Also, da so einen Aufriss machen für das kleine Ding hier. Gut, das drumherum, ein paar Soldaten mehr, die rumsitzen und irgendwelche Waffenstände, aber so ein Aufriss wegen so einem Müll? Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber besonders ist das nicht. Aber gut, stand ja auch dran. Optische Aufwertung, was soll ich denn eigentlich erwarten? Scheißegal, so, Weltkarte. Jetzt guck ich mal, komme ich von hier auch direkt weg, weil ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, die Karte zu gehen.
Müsste aber eigentlich gehen. So, Westgrate ansehen. Manuskript von Rang und Namen. Ja, dann geht man ihm gleich das Dings da. Mal gucken, was draus wird. So, Schnellreise geht. So, und die Vivien. Und Abfahrt. Ja, also, ich werde jetzt die ganzen Wertgegenstände doch erstmal behalten. Wie gesagt, oft hast du ja diese Requirierung, wo du es dann wieder brauchen würdest. Und das ist ja so komisch undefinierbar teilweise, dass du einfach nicht weißt, wo du den Dreck wieder herkriegst. Aber dass du es halt nicht einlagern kannst, finde ich auch schäbig. Andererseits, was habe ich von den Requirierungen noch großartig? Jetzt mal im Ernst. Jetzt machen wir mal Venatori-Information, ne? Da habe ich ja dieses Chiffre-Dings da. Gegenstand herstellen. So. Plus 1 Macht, geil. Toll, weißt du? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Irgendwann brauche ich es vielleicht nochmal, aber... Ja, komm, hau raus, nächste. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Ja. Paragon-Schimmer. Ach, guck an, da kann ich das auch gleich machen. Ja, oder ich mache die jetzt halt schnell durch. Ich glaube, bei den Gebieten davor habe ich ja eh schon alle durch, weil das ist ja auch limitiert. Lass es meinetwegen 10 Requirierungen pro Gebiet sein. Wenn die durch sind, kannst du eh nichts mehr machen. Dann kannst du es eh noch schreddern. Ja, es gibt neue Berichte. Erzähl. Ja, ich weiß, die Unterhaltungen sind immer übelst spannend. Seht selbst, Sir. Ja, setz mich ins Bild. Seht selbst, geh aus dem Weg. Meine Gott, ey, was ist das? Meine Gott, ey. Hm? Ich laber schon wieder Mist. I'm sorry. So, wieder zu ihr. Das ist übelst ätzend. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ja, lass hören. Das könnte so. Na, jetzt bin ich zu schnell weggerannt. Boah, nicht dein Ernst, ey. Ich stehe doch fast daneben. Inquisitor, es gibt neue Entwicklungen. Ja. Setz mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Ach, jetzt geht's wieder. Sag mal, dieses Paragon-Schimmer-Zeug, ey, da habe ich bald gar nichts mehr, wenn das so weitergeht. Immer das Gleiche. Haben wir es jetzt bald, ja? Nee, immer noch nicht. War ja klar. Ja, bleibt da. Hier bin ich. Für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Das ist nicht dein... Dazu sage ich jetzt echt gar nichts, ey. Ach doch. Was Neues. Doch mal was anderes. Das war so nur der Questverlauf links von der vorigen Quest. Deswegen war ich jetzt gerade irritiert. Sorry. Ja, lass hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Na gut, dann kann ich den Mist wenigstens loswerden, weil für was anderes werde ich das wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Diese Venatori-Information, ich meine, wer interessiert sich schon für die Freaks? Außer sie selbst vielleicht. Und der das hier in Auftrag gegeben hat. Bleib stehen! Ich habe Informationen für euch. Ja, cool. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Oh, ey, da kriegst du eine Macke irgendwann. Sag mal, wie viel habe ich denn von diesem blöden Paragon? Okay, da habe ich noch über 50. Okay, also maximal noch 2 Requirierungen, dann ist das eh gelaufen. Aber das ist ein Stufe 2 Metall, also das ist nicht so schlimm. Beziehungsweise ein Stufe 2 Stein, kein Metall. Oh, dass die auch immer weglaufen, ne? Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ach, das hätten sie anders regeln können mittlerweile. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Das ist ja echt traurig, ey. So richtig schimmelig immer nur am Hin- und Herrennen. Das haben wir auch schon durchdachter gesehen. Mach doch mal weg jetzt. Also geiles Spiel ist mittlerweile, ne? Dadurch, dass einige Bugs behoben sind und es flüssig läuft, aber die Menüführung ist eine Katastrophe. Es gibt neue Berichte. Wobei ich ja dabei Fallout auch nicht begeistert bin von... Vielleicht bin ich zu verwöhnt von Blizzard oder so. Keine Ahnung, ey. Da habe ich selten was, wo ich sagen muss, okay, das ist scheiße. Egal. Genug rumgejammert, hilft da auch nichts. Gehen wir nochmal kurz an den Tisch wegen den Tränken. Jo. Wenigstens den Mana-Trank.
Oder den Regenerationstrank, besser gesagt. Ne, Mana-Trank ist eh keiner dabei. Beziehungsweise der wird automatisch aufgefüllt, so rum. Ja, dann gibt man das Manuskript doch mal ab hier, ne? Master Freddy. Vielleicht zeigt er uns ja, wo Jason ist. Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass Sie zu dieser Jahreszeit nisten. Ah, Herr Kollege. Wie kann ich euch helfen? Ich hasse es, wenn er mich Herr Kollege nennt. Meine Leute haben dieses teventeranische Manuskript übersetzt. Studien über das Beuteschema von Drachen. Ihre Wanderungen. Ha! Durans Theorie, Drachen würden kein Blau sehen, ist hiermit widerlegt. Nun, da diese schrecklichen Plünderer aus dem Weg sind, können wir endlich den hohen Drachen herauslocken. Die Ehre sollte euch gebühren, mein Freund. Gut, ich habe schon geeignete Stellen in der Wüste notiert, an denen ihr Köder ausbringen könnt. Deponiert diesen Köder und dann wartet. Das wird eine Sternstunde der Drakonologie. Ich werde den Köder für den hohen Drachen auslegen. Ich kann es kaum erwarten, euren Bericht zu hören. Ihr müsst genau dokumentieren, wie er sein Revier umkreist. Alter, ich hau dem auf die Schnauze, dann ist Ende. Unsere Unterhaltung wohl verteilt. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich werde diesem Bösewicht den Gar ausmachen, meine ich natürlich. Ich aber. Der Typ geht mir auf die Nerven. Vor allem will er sich jetzt in meinem Ruhm sonnen, oder was? Sollen wir gleich mal testen, was der Drache macht? Komm, dann gehen wir dahin. Weil das scheint wohl so ziemlich das Letzte zu sein, was ich noch ganz da unten machen muss. Der Rest ist dann weiter oben wieder. Scheißegal. So, wenn ich jetzt gegen den anderen Drachen fast... Naja, was heißt fast? Ich habe sie wirklich fast geschafft. Aber der eine war wohl der Stärkste. Dann könnte der hier der Zweitstärkste sein. Also es könnte nochmal interessant werden. Zumal ich jetzt auch spontan nichts mit anfangen kann, welches Element der wohl hat. Also ein erbissischer Hochdrache, es könnte ein Feuerdrache sein. Könnte auch was ganz anderes sein. Aber ich glaube, ein Drachen mit Geistschaden oder sowas ähnlichem gibt es ohnehin nicht. Also Blitz, Eis und Feuer ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, worauf die limitiert sind. Muss man halt mal schauen. Gut, aber das wird man nicht mehr heute machen. Also nochmal eine Schimmelfolge gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte das eigentlich nicht mehr. Scheinbar ging es heute nicht anders. Was weiß ich. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr in der nächsten Folge reinschaut. Da wird es dann wirklich interessant, wenn wir uns den nächsten Drachen vornehmen. Hoffentlich versohlt er uns nicht so einen Arsch wie der letzte. Und hoffentlich kriegt man mal eine fette Belohnung für. Ich höre ihn nämlich schon. Dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dankeschön und tschüss.